So, Freunde der Spielkultur, wir fangen an. Wir spielen heute Siege Survival. Gloria Victis hatten wir schon mal die Demo gespielt. Es geht darum letztendlich, dass deine Siedlung angegriffen wird, du zurückgeschlagen wirst in deinen Bergfried und von dort aus die Verteidigung managen musst. Das ist so ein bisschen, ja, Charakter, also ein bisschen Survival. Du baust halt immer mehr in diesem Burgfried auf, um deine Truppen zu unterstützen, die an der Mauer sind. Ach, ihr werdet es selbst sehen. Wir gehen einfach direkt ins Spiel rein. Das ist die schöne Musik gerade rum. Es gibt auch ein kleines Opening. Im Vergleich zu der Demo bzw. zu dem Vorschau-Titel gibt es inzwischen einige Herausforderungsszenarien und auch eigene Szenarien. Also die Community selbst kann Szenarien erstellen und diese zur Verfügung stellen. Wodurch halt, ja, ne, man muss mal gucken, was dabei rumgeht. Wir starten mit der normalen Geschichte, mit dem Tutorial dabei, weil die Demo ist ja auch schon ein bisschen was her, dass wir die gespielt haben. Deshalb versuche ich mich auch ein bisschen selbst wieder fit zu machen. Aber erst der Opener. Sechster Tag des Sommers im Jahr 1205, Königreich Midland. Wir stimmten uns gerade auf die Erntezeit ein, als die Ismir wie aus dem Nichts über uns hereinbrachen. Die Kriegshörner erklangen in ganz Edring und die in Rauch gehüllten Straßen ertranken im Blut der Bürger. Die wilden Krieger aus Kargald griffen unsere Heimat an. Die Stadtwache kämpfte tapfer, aber die Ismir waren zu zahlreich. Es dauerte nicht lange, bis das Stadtzentrum in Flammen stand. Wir konnten nur noch einen Boten losschicken, um Hilfe zu holen, während die zahlenmäßig unterlegenen Wachen eine schwere Wahl treffen mussten. Die Arbeiter mit den letzten Vorräten schützen. Im Wissen, dass die Burg ohne ausreichend Nahrungsvorräte fallen würde, gaben die Wachen ihr Leben, um so viel wie möglich zusammenzutragen. Würden wir mit den zusätzlichen Vorräten die Belagerung überstehen? Es kam auf den Rest von uns an, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Opfer nicht umsonst war. Das Blutvergießen ging unvermindert weiter. Straße um Straße, Platz um Platz überrannten die Ismir die Stadt und schlachteten jeden ab, der sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Dann holten sie ihre Belagerungsmaschinen und durchbrachen das Tor zur Burg. Wir dachten, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, als wie eine monströse Gestalt erblickten, die Kaserne zerstört wurde. Ach, wie eine monströse Gestalt sahen. Die Kargalder wurden in ihrem berüchtigten namenlosen Kriegsfürst von ihrem berüchtigten namenlosen Kriegsfürsten angeführt. Ich hatte in meinem Leben noch nie etwas Furchterregenderes gesehen als dieses Untier. Wir alle kannten die Geschichte über die riesigen Nordmänner, aber nichts konnte uns auf den Anblick dieses Monsters vorbereiten. Im Herzen gaben wir alle Hoffnung auf. Wir verschanzten uns in der Burg und betrachteten die Lage. Vorräte waren knapp, die Ismir würden zweifelslos bald erneut angreifen. Die Burg, die letzte Bastion Edrings, wurde belagert. Es lag an uns, die Soldaten im Kampf gegen den Feind zu unterstützen, bis Hilfe eintrifft. Die Bastion muss standhalten. Willkommen bei Siege Survival Gloria Victis. Oder Victis? Der linken Maustaste auf einen Ort, um deinen Charakter dorthin zu bewegen. Du kannst die Kamera mit WASD steuern, Q und E für Kameradrehs. Gehe nur zum Mann, der bei der Burgmauer sitzt und sprich mit ihm. Und ja, es gibt einzelne Charaktere in diesem Spiel, wie zum Beispiel Flint, den Arbeiter, den wir jetzt hier haben, denen wir halt Aufgaben später auch zuteilen, was sie zu tun haben, während der Tag abläuft. Rechts oben sehen wir nämlich, wie die Zeit vergeht.
Offizieller Release des Spiels ist übrigens morgen. Du erkennst den Mann vor dir wieder. Es ist Bertram, der örtliche Zimmerer. Du bist froh, dass er überlebt hat. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Ereignisse des letzten Tages ihm schwere seelische Narben zugefügt haben. Er sitzt dort mit leerem Blick, ohne dich wahrzunehmen, zittert am ganzen Körper und presst seine Hand ans Herz. Als du ihn auf Wunden untersuchst, bemerkst du, dass er etwas mit eisernem Griff festhält. Es handelt sich um eine kleine, versenkte Puppe. Dir wird plötzlich klar, dass dieser Mann gerade seine Familie verloren hat. Solch einen Schmerz kannst du nicht lindern, aber vielleicht könnte eine warme Mahlzeit ihn zumindest aus seiner Schockstarre befreien. Die Küche wurde jedoch von den Trieböcken der Ismir verwüstet. Du musst also zuerst eine Feuerstelle bauen. Zwischen all den Trümmern findest du sicherlich genug Feuerholz und andere nützliche Materialien. So, Tempo mal auf normal stellen. So, die Gegenstände, die du gerade aus den Trümmern aufgesammelt hast, werden im Fenster in der Mitte angezeigt. Du kannst einen Gegenstand mit der linken Maustaste verschieben oder ins Inventar ziehen. Dann nehmen wir jetzt erstmal alles, was wir es benötigen, um den Sägeblock zu bauen. Alle verfügbaren Bauten findest du links. Wenn du alle notwendigen Materialien hast, wird das Bauwerk grün angezeigt. Nachdem du das Bauwerk ausgewählt hast, das du bauen möchtest, werden die Eigenschaften rechts angezeigt. Feindliche Projektile können deine Bauwerke beschädigen, wenn sie ungeschützt auf offenem Gelände orange markiert im Baumodus stehen. Die blaue Zone ist sicher. So, erstmal den Sägeblock bauen. Ist das so ähnlich wie Expeditions-Vikings? Das kann ich dir gar nicht sagen, ob das so ähnlich ist. Das Grundkonzept des Spiels ist, dass du tagsüber in der Siedlung bist und nachts gehst du durch Geheimgänge in die, also beziehungsweise du bist ja in deinem, wie heißt es, in deiner Bastion. Du wirst ja so gesehen belagert gerade und nachts gehst du in die Stadt rein und sammelst Ressourcen oder erlegst auch teilweise Wachen, die dann nachts, sag ich mal, Patrouille gehen von den Ismir, die uns belagern. Und versuchst halt irgendwie Ressourcen zu bekommen, um deine Lage in der Bastion zu verbessern. Also das Grundkonzept ist eigentlich ganz cool, weil wir es damals schon mal in der Demo angespielt hatten. So, an der Arbeitsstation können wir jetzt Feuerholz herstellen. Wurde auch damals, ich glaube, die Demo ist immer noch spielbar. Man kann immer noch bei Steam diese Vorschauversion spielen. So, Lagerfeuer. Also This War of Mine, die Situation ist zwar ein bisschen kacke hier, aber This War of Mine hat halt, glaube ich, härtere Entscheidungen. So, eine Mahlzeit aus Eiern und Holz. Ich weiß gar nicht, ob ich grundlegend Hühner hier schon habe. Ich glaube, ich muss später auch in der Stadt Hühner holen. So, Mahlzeit ist fertig. Mit dem Typen reden. Bertram sitzt noch immer genau an dem Fleck, an dem du ihn zurückgelassen hast. Er zittert noch immer und er presst noch immer die zerfetzte Puppe ans Herz. Er blickt abwesend mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Leere. Es wirkt, als ob sein Verstand das wohl tragischste Ereignis seines Lebens nicht loslassen kann. Ihm etwas zu essen geben. Er nimmt deine Anwesenheit kaum wahr, aber du bringst ihn dazu, etwas zu essen. Mit jedem Bissen kehrt mehr und mehr Lebenskraft in ihn zurück. Schließlich stellt er die leere Schüssel auf den Boden und schläft ein. Du bist dir ziemlich sicher, dass er seit gestern kein Auge zugetan hat. Lass ihn doch einfach schlafen. Bertram könnte sich viel schneller erholen, wenn er ein einfaches Bett hätte, welches du mit den herumliegenden Materialien bauen könntest. Das Tor zur Stadt ist zwar beschädigt, aber du erinnerst dich an eine Geheimpassage, die zum Stadtmarkt führt. Im Schutz der Nacht könntest du so nach Vorräten in der Stadt suchen. Aber Moment, wer ist der Mann, der neben dem Tor zur Bastion steht? Das ist eine der Verteidigungswachen.
Der Soldat, der vor dir steht, ist blutverschmiert. An seinen Augen erkennt man, wie erschöpft er ist. Und der Waffenrock über seine Rüstung ist vollkommen zerfetzt. Erst als er spricht, erkennst du, dass es sich um Galvik handelt. Einen erfahrenen Soldaten der Garnison, der bei den Bürgern wegen seiner Herzlichkeit sehr beliebt ist. Der Verlust seiner Tante und Nichten lastet schwer auf dem entkräfteten Soldaten, aber für Trauer bleibt keine Zeit. Die Ismir werden bald angreifen, sagt er. Wir müssen die Vorräte aufstocken, bevor es soweit ist. Dann offenbart er, dass auch eine Gruppe Soldaten die Stadt durchsucht, aber noch nicht zurückgekehrt ist. Deshalb braucht er deine Hilfe. Wir brauchen Pfeile, sagt er, ziemlich viele. Es würde wohl Tage dauern, diese neu herzustellen. Aber was ist mit der Werkstatt des Bogners in der Stadt? Das ist deine Gelegenheit. Beeil dich. Bitte Galvik dich. Unser aller Leben hängt davon ab. Dann kehrt er zurück zur Bastion. Wir sind hier noch im Tutorial. Da es hier eine Charakterauswahl gibt, können wir später auch mit mehr Charakteren in die Stadt ziehen wahrscheinlich. Auf dem Boden schlafen, im Bett schlafen, das gibt's alles noch nicht. Es gibt nur Stadt durchstreifen. Hier kannst du alle Vorbereitungen treffen, bevor du dich in die Stadt begibst. Die Karte auf der linken Seite zeigt die Geheimpassage zur Burg auf. Im Moment ist nur eine von ihnen verfügbar, aber wenn du es schaffst, die anderen freizuschalten, kannst du in der Nacht in unterschiedlichen Teilen der Stadt anfangen. Oben rechts findest du den Rucksack des ausgewählten Charakters. Jeder Charakter verfügt über unterschiedlich viel Platz im Rucksack. Überlege dir, welche Gegenstände du bei deinem Streifzug brauchst und ziehe sie aus den Vorräten in den Rucksack. Fackeln, Schaufeln und Waffen sind eine gute Wahl. Du hast eine Fackel, könnte sich als nützlich erweisen. Und Waffen habe ich gar nichts. So, da sehen wir die erste ausgewählte Passage. Da ist noch eine blockierte. Und du kannst auch sehen, welche Sachen du hier findest. Holzrohstoffe. Oder hier Nahrung, Medizin, Möglichkeiten. Schreibzug beginnen. Du bist in der gebrandschatzten Stadt außerhalb der Burgmauern vorgedrungen. Für einen Doppelklick mit der linken Maustaste aus, um dich führe einen Doppelklick aus, um dich schneller zu bewegen. Achtung, laufen bedeutet mehr Lärm und die Stadt ist besetzt. Es ist auf jeden Fall vernünftig, sich vorsichtig zu bewegen. Darum können wir auch sehen, ob wir gerade schon entdeckt wurden. Da unten ist die Bögnerhütte. War das hier schon die Hütte, die richtige? Du hast die Werkstatt des Bogners gefunden. Die Ismir waren bereits hier. Das Gebäude ist verbrannt und ausgeraubt. Der Eigentümer hängt an einem nahen Baum, durchlöchert von Pfeilen. Während du auf die Verwüstung blickst, erinnert dich ein eiskalter Lufthauch daran, wieso du hier bist, um Pfeile für die Soldaten zu finden. Nun denn. Du streifst durch die zerstörte Werkstatt und suchst zwischen kaputten Gegenständen und abgebrannten Möbelstücken nach den überlebenswichtigen Pfeilen. Aber auch nach langem Suchen konntest du keine finden. Du willst gerade aufgeben, als du im Dunkeln etwas aufblitzen siehst. Unter einem eingestürzten Deckenbalken sind das... Jawohl, Pfeile für die Verteidiger. Du willst sie herausziehen, aber sie scheinen festzustecken. Du zerrst und zerrst, bis du sie alle hast. Doch plötzlich bricht der Balken über dir endgültig zusammen. Schmerz durchzuckt deinen Körper. Es dauert ewig, bis du dich befreien kannst. Beim Verlassen der Werkstatt bemerkst du, dass etwas anders ist. Die Leiche des Bogners hängt nicht mehr. Im Schatten des Baums beugt sich eine alte Frau über den Leichnam. Sie schluchzt und wirkt erschöpft. Seine Mutter vermutlich. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihren Sohn in einem seichten Grab zu beerdigen. Die Frau tut sich schwer mit der Leiche und verletzt sich an der Axt in seinem Gürtel. Helfen dem Mann zu beerdigen. Als du dich ihr näherst, erschrickt die Frau. Aber du siehst Erleichterung in ihren Augen, als sie merkt, dass du ihr helfen willst. Nachdem ihr ihren Sohn beerdigt habt, gibt sie dir einen kleinen Sack und verschwindet wortlos in der Dunkelheit. Da sehen wir auch meine Verwundung.
Dieses Tor führte einst von der Hochstadt zum Hauptmarktplatz. Leider wurde es durch ein Tribop-Projektil vollständig zerstört. Trümmer und Deckenbalken blockieren den Weg. Von dieser Seite scheint es jedoch unmöglich, den Weg freizumachen. Der Rückweg zur Burg wäre so viel kürzer. Verflixt, die Trümmer liegen eng aufeinander und werden von mehreren eingestürzten Balken fixiert. Sie sind so ineinander verkeilt, dass man sie nur von der anderen Seite des Tors beseitigen könnte. Die Wunder der berühmten Hochstadt werden sich dir wohl noch länger entziehen. Da brauchen wir eine Schaufel, um die Hindernisse wegzumachen. Aber so ist das Konzept eigentlich ziemlich cool. Mir die Demo auch damals gut gefallen. So, Leichen verbrennen. Wirst du morgens zum Release Days Gone zeigen? Beschädigte leichte Rüstung. Kann ich im Moment nicht mitnehmen. Ich kann Days Gone zum Release nur zeigen, letztendlich, wenn ich auch bemustert werde. Und vorher müssen wir leider wirklich, also leider, also ich möchte gerne noch weiter Mass Effect spielen. Den ersten Teil wollte ich eigentlich sehr intensiv mal durchspielen. Das war die blockierte Passage. Ich glaube, hier im ersten Gebiet kann ich eh rumrennen. Weil keine Wachen hier rumrennen. Und wenn ich wieder in der Burg bin, kommt nämlich das, wie ich mich heilen kann, beziehungsweise wie ich Bandagen herstelle. So, wenn sich die Nacht sich dem Ende neigt, kann dein Charakter leicht entdeckt werden. Schon bald werden Patrouillen ausgesandt, um dich zu fassen. Außerdem ist ein Streifzug eine anstrengende Angelegenheit und dein erschöpfter Charakter kann den Wachen vielleicht nicht mehr entkommen. So, zurück zur Burg. Die Nacht war ruhig, aber der Feind kann jeden Tag angreifen. Wir müssen vorbereitet sein. Wir sollten die Angelegenheit nutzen und den Soldaten in der Bastion helfen. Bertram scheint es schon viel besser zu gehen. Der Verlust seiner Familie hat eine tiefe Wunde hinterlassen, die nur die Zeit heilen kann. Dennoch hat sich der Zimmerer endlich von seinem Schock erholt und ist bereit, sich dem Kampf anzuschließen. Du heißt Flint, nicht wahr? Fragt er mich. Ich erinnere mich daran, dass du meine Werkstatt das ein oder andere Mal zusammen mit Galvik aufgesucht hast. Danke für deine Hilfe. Jetzt sollten wir uns um die Tiere kümmern und frisches Wasser suchen. Bertram hat recht, frisches Wasser hat oberste Priorität. Natürlich wurde der Brunnen der Burg ebenfalls von einem Tribok-Geschoss getroffen. Aber wenn du die Trümmer beseitigst, könntest du den Brunnen vielleicht sogar irgendwie reparieren. Du musst es halt nur versuchen. Du hast einen zweiten Charakter freigeschaltet. Mit der Tab-Taste kannst du zwischen den Charakteren wechseln. Alternativ kannst du sie direkt mit der linken Maustaste auswählen.
Jeder Charakter hat verschiedene Stärken und Schwächen, die bestimmen, in welchem Bereich er besonders gut oder besonders schlecht ist. Diese Eigenschaften findest du im Biografiefenster. Dort kannst du auch die Hintergrundgeschichte vom Charakter lesen. Trinken plus bauen plus. So, außerdem findest du hier Berichte über bevorstehende feindliche Angriffe. Es kann vorkommen, dass du Speer hinter die feindliche Linie schicken musst, um an diese Informationen zu gelangen. Wichtig ist, dass die Bastion so gut wie möglich gerüstet ist, um Verluste und Schäden an den Mauern möglichst gering zu halten. Auf diesem Bildschirm kannst du die Bastion mit Gütern versorgen. Sie werden von aktiven Charakter gepackt und dorthin gebracht, sobald du die Auswahl bestätigst. Hier siehst du auch die kaputte Ausrüstung, die du mitnehmen und reparieren solltest. So zum Beispiel die Rüstung vorhin, die ich gefunden hatte, könnte ich auch der Bastion zur Verfügung stellen. Hier kannst du nachsehen, wie gut die Verteidigung noch standhält. Die verbleibenden Verteidiger und ihre Ausrüstung werden hier ebenfalls angezeigt. Dein Ziel ist es, die Bastion auf die regelmäßigen Angriffe vorzubereiten. Versorge deine Verteidiger mit Pfeilen, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Danke, Mar, für dein Subscribe. So. Pfeile. Bewaffnungsstatus. Deine Soldaten haben wenig Nahkampfwaffen. Du kannst Betten bauen, in denen deine Überlebenden sich besser ausruhen können. Verletzte und Kranke können sich durch Bettruhe auch schneller erholen. Vergiss nicht, ihnen Bandagen und Medizin zu geben, wenn ihr Zustand ernst ist. Deine Charaktere erholen sich nur, indem sie sich ordentlich ausruhen und Heilgegenstände verwenden. Wie zum Beispiel, baue ein Bett. Danke. Spende ihnen einfach die Gnade des Imperiums. Du hast den Brunnen von den Trümmern befreit. Es hat leider nichts gebracht. Der ganze Brunnen ist durch das Tribok-Geschoss eingestürzt. Der Schacht selbst ist blockiert und bevor du ihn freimachen kannst, wirst du mit absoluter Sicherheit bereits verdurstet sein. Es gibt keine perfekte Position für mein Gesicht in diesem Spiel. Vielleicht kannst du in der Nacht etwas Trinkwasser auf dem Stadtmarkt aufspüren. Das ist riskant, aber eine bessere Chance ergibt sich nicht. Du musst dich um deine Tiere kümmern. Lebende Tiere bieten zahlreiche Vorteile. Gut genährte Hühner beispielsweise legen Eier. Um Tiere zu füttern, kannst du ein passendes Nahrungsmittel mit der linken Maustaste auswählen und platzieren. Wenn die Nahrungsmittel ausgehen, kannst du die Tiere schlachten, um Fleisch zu erhalten. Ist eine einmalige Portion Fleisch aber besser als regelmäßige Eier zu bekommen. So, eine notdürftige Bandage anlegen. Und dann ins Bett schicken. Jetzt bin ich gerade irritiert. Ah, leicht verletzt, aber bandagiert. So, jetzt kann sich ins Bett legen. Und Bertram ist ja ausgeruht.
Was haben wir denn da? Noch haben wir da gar nichts. Na, Kacke, das musst du später machen. Die Pfeile müssen noch zur Bastion gebracht werden. Bam, bam, bam. Verdammt, jetzt ist gleich schon Nacht. Also nicht verdammt, sondern müsste ich jetzt nicht in die Siedlung gehen? Und du scheinst fertig zu sein mit dem Schlafen. Juhu, Eier! Ich mag Eier. Nee, du durchstreifst das Ding und du gehst mal pennen im Bett. Reines Wasser suchen. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Schaufel mitzunehmen. Obwohl, ich kann mir mehr Sachen angucken. Zum Beispiel, da ist ja Wasser. Glaube ich jedenfalls, ist ein Fass. Ja. Aber ich nehme auch alles andere mit. Eine Belagerung ist eine schöne Sache, wenn man nicht dabei ist, haben schon weise Leute gesagt. Ah, da ist eine Schaufel. Da oben war ja die kaputte Rüstung, die kann ich auch schon mal mitnehmen. Moin, Killer. Du näherst dich dem Stadttor, das vom Markt zum Hafen führt. Es könnte sich als ungemein praktische Abkürzung für deine nächtlichen Ausflüge erweisen. Die massive Tür ist jedoch verschlossen, wenn die Ismir sie nicht aufbrechen konnten. Du brauchst einen Schlüssel, aber wo könnte er sein? Weil ich übrigens in der Demo nicht so wusste, beziehungsweise schwierig war zu wissen, ob es hier, sag mal, ob diese Ressourcenspots sich erneuern.
Feindliche Wachen patrouillieren nachts durch die Stadt. Solange sie dich nicht sehen, bleibst du unentdeckt. Wenn du dich aber zu lange in ihrem Sichtfeld auffällst oder in der Nähe Lärm machst, werden sie alarmiert. Dann ist nur eine Frage von Sekunden, bis sie dich entdecken. Außer du machst dich rechtzeitig aus dem Staub. Als diese Info kam, wird es ja hier irgendwo Wachen geben wahrscheinlich. Da kommt eine. Und wieder weg aus dem Gebiet. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Ah, hi, Gloria Victus. Thank you for trying our game proof. It's a pleasure for me to try your game. I played the demo already in the past, and it was not bad. It's a good game. Immer schön, wenn die Entwickler auch mal kurz vorbeischauen. So, Zeit zurückzugehen in die Burg. Der Feind greift bald an. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Der Feind bereitet sich auf den Angriff vor und wir müssen unsere Soldaten unterstützen, um ihn aufzuhalten. Moment. Ah ja, hier trinken. Der Feind setzt seine Belagerungsmaschinen ein. Ein abgefeuertes Gesteinsbrocken kann einen Charakter schwer verletzen bzw. seine Werkstatt beschädigen. Aber einige der Brocken kannst du auch aufsammeln, um die Mauer der Bastion zu verstärken. Die Verteidiger geben ihr Bestes, die Burg gegen die Angreifer zu verteidigen. Die von dir bereitgestellten Gegenstände geben ihnen Hoffnung, den nächsten Tag doch noch zu erleben. Die Säulen und Zahlen repräsentieren das Verhältnis der Streitkräfte. Nach Ende der Schlacht werden sie aktualisiert und die Schlachtzusammenfassung wird angezeigt. Oh, weg da. So, den Status der Befestigungsanlagen der Bastion sehen. Gesammelte Steine kannst du zur Verstärkung der Mauer verwenden. Da hätte ich erstmal auf den zweiten Stein warten sollen. Die Verteidiger haben tapfer gekämpft.
Achso, die Schweine geben mir Dünger. Habe ich schon gefragt, was ich denn hier für einen Gut raushole. Eine harte Schlacht. Wir konnten unsere Truppen mit genügend Vorräten versorgen, wodurch sie den Angriff der Ismir mit minimalen Verlusten abschmettern konnten. Weiter so. Haben natürlich die Pfeile verbraucht. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass Flint ja eigentlich bandagiert ist und ich habe ihn schlafen geschickt. Aber irgendwie das nicht als abgeschlossen gilt. Das sollte nämlich eigentlich nicht der Fall sein. Ach so. Ach, das war damit gemeint. Ja, ich war mit Flint in der Stadt, aber ich habe den ja auch zu Bett geschickt hier. Wir können das natürlich diese Nacht auch einfach wechseln. Kann sein, dass das der Grund war, warum da nichts mehr passiert ist. Juhu, Pfeile gefunden. Machen wir eine normale Nacht. So, da ist die Tür mit dem Schlüssel, da kommen wir aber nicht dran. Das fehlt uns noch. Da ist noch sauberes Wasser. Oder unsauberes Wasser, ist auch egal. Den Text kennen wir schon, jetzt habe ich ihn übersprungen. Okay, damit ist aber das erste Gebiet hier leer. Wir müssen jetzt da hinten mal rüber. Thank you.
die Bettlerstraße. Du gehst in ein zerstörtes Haus. Du gehst an einem zerstörten Haus vorbei. Einst das Eigentum eines reichen Händlers. Plötzlich hörst du von drinnen Schreie von mehreren Männern, die eine Sprache sprechen, die du nicht verstehst, und von einer Frau. Könnten es Ismir sein? Einen Blick riskieren. Du siehst zwei Ismir neben einer halb eingestürzten Wand. Der dritte nähert sich einer verängstigten Frau und drückt sie gewaltsam zu Boden. Kurz darauf zückt sie ein Messer und schlitzt ihren Angreifer den Bauch auf. Er bricht über ihr zusammen, während die anderen beiden voller Wut auf sie zustürmen. Die zerstörte Mauer umwerfen. Nur so könnt ihr es beide lebend rausschaffen, du und die Frau. Die beiden Soldaten stürmen voller Wut auf ihr Opfer zu, während du Anlauf nimmst, um die beschädigte Mauer einzurennen. Die Soldaten werden lebendig unter den Trümmern begraben. Nachdem sich der Staub gelegt hat, blickt dich die Frau voller Ehrfurcht mit weit aufgerissenen Augen an. Sie können in der Burg nützlich sein. Sie sind eine Frau. Du kannst gut mit einem Messer umgehen, sagst du ihr. Und dass sie eine große Hilfe in der Burg wäre. Sie lächelt finster und zeigt auf eine weitere Leiche in der Nähe. Die Gelegenheit, meinen Mann zu rächen und die Ismir für all ihre Taten zu bestrafen. Nichts wünsche ich mir mehr. Ich bin Rena. Bring mich zur Burg. Und da waren wir schon drei in der Burg. Da kommt eine Wache. Tu mir nichts. Der Feind hat dich entdeckt. Renn um dein Leben. Ach du Scheiße. Hier ist aber gut was los. Hau ab! Habe ich einen Pfeil im Rücken? Ach, besser als im Knie. Nacht ist eh vorbei.